Moment. Was ist da? Ist da was? Was ist da? So, jetzt sind wir durch. Durch was sind wir? Durch den Rostseekanal. Und wir sind jetzt nämlich in Rendsburg und das wollen wir uns jetzt anschauen. Da geht's gleich weiter. Jetzt bin ich so schnell gefahren, weil ich das Schiff einholen wollte. Und da ist die Kamera nicht angegangen. Also ich denke, wir werden noch mehrere Schiffe sehen. Aber das war jetzt so schön. Oh ja, wir haben schon größere gesehen, mit vielen Containern drauf. Ja, jetzt zeige ich euch schon noch was. Jetzt sind wir direkt am Kanal. Und jetzt fahren wir zur längsten Holzbrücke der Welt. Die Holzbrücke, Sitzbank. Sitzbank, ah ja. Die Rendsburger haben was zu bieten. Den längsten Kanal der Welt ist der Nordostseekanal mit knapp 100 Kilometern und die längste Sitzbank der Welt. Jawohl. Da fahren wir jetzt hin, die zeigen wir euch gleich. Jetzt setzen wir uns drauf für euch. Ja, genau. Der Weg stimmt ja schon mal. Jawohl. Aber diesmal habe ich nachgefragt. Auf Google verlasse ich mich nicht mehr. Und auf mich auch nicht. Nein, jetzt warte. Längste Bank Rendsburg, oder? Längste Bank. So, die Ossi recherchiert noch, aber ich habe es im Kopf. Das ist die längste Holzbank der Welt, am längsten Kanal der Welt. Und die Bank ist nach meiner Erinnerung 572 Meter. Einen Moment, ich brauche erst Verbindung. Rund um die Uhr ist sie auf jeden Fall geöffnet. Also die Bank ist geöffnet rund um die Uhr. Und? Ja, also. Ah. Es ist jetzt immer ein wenig schwerer mit mir. Ist halt Technik. Und Technik ist halt immer nicht so einfach für mich. Ja. Rendsburg hat. Aber es dauert ja. Ja, und außerdem. Wenn es länger dauert, ja. Stimmen wir Musik rein. Ja, es dauert mit der Verbindung halt einfach. Jetzt ist schon wieder alles weg. Ja, also aber das ist nur, weil der Helleit warten kann. Ja? Ich habe gesagt, er soll warten. Aber nein, er hat es immer eilig. Der weiß immer doch hier im Urlaub. Also ich verstehe das nicht.
Ja, komm jetzt, hallo. Beeil dich. Wir sind etwas über 700 Kilometer von zu Hause entfernt. Und wir sind losgefahren und haben gesagt, also wenn wir es bis Hamburg schaffen, das ist schön. Aber das ist dann so gut gelaufen, auch durch Hamburg durch, dass wir gesagt haben, komm, da fahren wir doch gleich durch. Und dann sind wir um 3:15 Uhr an den ersten Stellplatz ankommen. Der erste Stellplatz, der ist an der Hochbrücke, an der Steilkonstruktion. Mhm. Der kostet mittlerweile 14 Euro. Leider keine richtige und Verbindung. Da waren nur noch Plätze in der zweiten Reihe frei. Und dann haben wir gesagt, die zweite Reihe ist nichts für uns. Nö, dann vor allen Dingen, der Platz war jetzt nicht gerade so toll, weil das war total ebenerdig. Also von der zweiten Reihe aus hätte man ja gar nichts gesehen. Da haben wir nichts gesehen, nee. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir zum anderen Platz rüber. Da sind wir dann gefahren, das ist am Kanalcafé. Und da war gar nichts mehr frei. Das sind drei Ebenen und die waren alle drei komplett belegt. Ja, aber man muss sagen, wir sind ja auch abends um 10 Uhr. Ich habe gerade gesagt, 3:15 sind wir angekommen. Sorry, habe ich nicht gehört, wegen dem Internet. Es kommt nichts dafür. Doch, es kommt nicht. Ja. Und ich bin da jetzt doch immer. Ich habe es ja schon gesagt, wie lang sie ist. Naja, okay. Ihr könnt es ja nachgucken, aber ich denke, ein paar Meter stimmt. Plus oder Minus, ja. Ja, auf jeden Fall ist die längste der Welt. Richtig. Und dann sind wir, war also nichts mehr frei. Dann haben wir uns da irgendwo auf die Seite gestellt und haben die Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen sind dann einige abgefahren. Mhm. Dann haben wir noch einen Corona-Test machen müssen. Ja, so einen Schnelltest, der uns natürlich dann auch wieder Zeit kostet hat. Ja, aber wir haben einen schönen Platz gekriegt in der mittleren Ebene. Ja. Und da haben wir den gestrigen Tag schon verbracht. Ja, ich habe da natürlich gleich, wenn ich im Norden bin, dann schaue ich immer als erstes nach Fischbrötchen. Und ich muss sagen, wir hatten schon zweimal Fisch. Und einmal war er sehr lecker. Das war nämlich der Lachs, den Biolachs, den wir von zu Hause mitgebracht haben. Den haben wir auch heute früh gegessen. Der war sehr lecker, ja. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich das scheußlichste Fischbrötchen, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Das teuerste und das scheußlichste, 4,50 Euro für einen Bismarck-Hering und für ein Matjes-Filet. Und der Matjes-Filet, das war nicht Matjes, sondern das war Matjes, ja. Das war furchtbar, also der Hunger hat es reingetrieben, ja. Und ich kann also für diese Fischbude wirklich keine Reklame machen, obwohl der sich ja wirklich also mit Fisch noch bezeichnet. Also ich meine, wir sind extra dahin gefahren mit dem Fahrrad, weil ich gedacht habe, das ist eine Spezialfischbude, aber das war eine Spezialfischbude, nämlich von schlechtesten Fisch Deutschlands. Ja, der war wirklich nicht gut. Ja. Und wenn ich das sage, dann stimmt das schon. Ja. Wir nennen den Namen nicht, wir können euch nur warnen. Ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier, es ist leicht bewölkt. Ja, also Sie haben ja eigentlich auch Regen angesagt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir trocken durchkommen. Notfalls haben wir Jacken dabei, dass wir ein bisschen was abhalten. Naja, also nass und werden wir auf, dann schon. Aufwärmen können wir uns dann im Güstel, wenn wir daheim sind. Ja, genau. Und jetzt warten wir hier noch ein bisschen. Vielleicht kommt doch noch ein Containerschiff. Ja, ansonsten zeigen wir euch. Ja, da gibt es ja eine App. Bestimmt noch welche. Es gibt mehrere Apps, die kann man sich herunterladen. Und da kann man dann sehen, wie die Containerschiffe kommen. Also heute war nicht viel los. Gestern, wie wir da gestanden sind, da kam dann ein Autotransporter dabei. Also da waren einige, wir haben ja schon mal ein Video gedreht vom Ostseekanal. Da sind auch einige schöne Schiffe drauf. Also Passagierschiffe sind jetzt leider keine unterwegs. Nee, die fehlen jetzt natürlich komplett. Ja. Mhm. Und so richtige Ozeanriesen haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, aber schon ganz schön große Containerschiffe sind schon durchgefahren. Es waren schon ein paar größere dabei. Also es ist auf jeden Fall toll hier. Und der Platz am Kanalcafé, der ist deutlich schöner als der gegenüberliegende. Ist 4 Euro teurer, glaube ich. Ja, billig aber, ist es, aber das lohnt sich. Also man macht das ja nicht jeden Tag. Nee, und der Stellplatz, was ist denn das? Also der Stellplatzbetreiber oder Aufseher Aufseher ist es nicht. Nicht Aufseher. Der nette Mann am Empfang. Empfang, ja, genau. Der ist wirklich sehr nett und lustig. Ja, also wir amüsieren uns jetzt noch ein wenig unter uns und dann geht es dann später weiter. Ja. Achso, und was ich noch sagen wollte, ihr seht ja vielleicht an meiner Frisur, ist also für der Flachländer wird jetzt sagen, wir haben hier eine steife Brise. Die aus dem Norden, die werden uns jetzt alle auslachen. Also es ist etwas windig auf jeden Fall. Gleich geht es weiter, wenn wir uns ausgesprochen haben. Ja.
Jetzt kam zwar noch ein Schiff, aber so spektakulär war das nicht. Aber jetzt wisst ihr den Sinn und Zweck dieser Bank. Die ist nämlich da, damit man Schiffe gucken kann am NOK. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt fahren wir weiter. Genau. Die Zweck der Bank ist erfüllt. Jawohl, wir haben sie ausprobiert. Sie funktioniert. So, und jetzt sind wir genau gegenüber von dem Stellplatz, von dem Momo-Stellplatz. Und da vorne ist die Hochbrücke. Und da ist der andere Stellplatz. So, das ist also der andere Wohnmobilstellplatz. Mittlerweile hat es auch ein paar Plätze vorne frei. Aber die Fläche ist natürlich nicht so schön wie bei dem anderen. Und Schiffe gucken in der ersten Reihe ist auch hier möglich, jetzt mittlerweile. Da ist die Hochbrücke und die Ursi ist auch da. Also zum NOK zu fahren, das ist immer mein Wunsch, weil mich der unheimlich fasziniert, der Kanal. Und die Ursi hat mir das zugestanden, großzügigerweise, mit der Auflage, sie will eine Schwebefähre fahren. Da habe ich gesagt, dann sind wir in Rendsburg genau richtig, da gibt es eine Schwebefähre und siehe da. Hier, könnt ihr lesen. Schwebefähre außer Betrieb. Ja, so geht's. Die Frauen sind großzügig und der Mann enttäuscht sie. Ah, okay. Immer das Gleiche. Es gehen halt doch nicht alle Wünsche in Erfüllung. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir wieder mal her. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, baue die nämlich gerade eine neue. Und vielleicht ist es deswegen. Dann fahren wir zur neuen her. Dann fahren wir halt zur neuen und nicht zur alten. Aber diese Brücke, das ist ja eine Eisenbahnbrücke, gell? Ja, ja. Hm. Und da hängt die Schwebefähre unten dran. Ja. Und da wollten wir unbedingt damit fahren, aber dafür sind wir durch einen Fußgängertunnel. Das hätten wir auch nicht erwartet, dass es da einen gibt. Nö, obwohl im Reiseführer steht da drin. Aber da konnte man halt auch nichts damit anfangen. So, und direkt an der Hochbrücke ist natürlich auch noch die Schiffsbegrüßungsanlage. Da wird immer die Nationalhymne von dem Schiff abgespielt, was gerade da vorbeifährt. Da muss ja der ganze Tag Musik dudeln. Naja, halt immer nur, wenn ein Schiff kommt. Da kommt ja laufend eins. Ja, dann dudelt die Musik. Wenn wir jetzt ein Schiff sehen, dann werden wir es hören. Ich habe aber vorhin, als jetzt ein Schiff vorbeigefahren ist, war nichts. Muss halt neue Ohren kaufen. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt total im Betrieb ist, oder? Das glaube ich schon, dass die im Betrieb ist. Und warum ist. Hat es dann vorher nicht gespielt? Vielleicht ist es nicht so laut. Da hörst du schon. Das ist eine andere Begrüßung. Das ist ein Polizeischiff. Die will man nicht zur Begrüßung haben. So, also, jetzt schauen wir doch mal, bis das Schiff kommt, dann hören wir uns das an. Wenn, da? Wenn wir was hören. Polizeischiff. Ja. Und jetzt haben wir endlich die blaue Linie gefunden. Und wenn man der blauen Linie folgt, dann kommt man zu allen Sehenswürdigkeiten von Rendsburg. Ja, und die Linie fahre mir oder laufe mir, je nachdem, was man hier dürfen. Wir fahren sie. Ja, im Moment darf man noch fahren, aber es kommt bestimmt irgendwo ein Schild, Radfahrer absteigen. Nein, kommt nicht. Nein, okay, wir werden sehen. Auf jeden Fall folge mir der Linie jetzt und wie ihr seht, Corona hat auch noch andere Blüten. Kunst an der Kunst.
geht die blaue Linie. Noch geschafft. Ja, es regnet nämlich ganz schön in wie aus Eimern. Und ja, Heli hat jetzt die Räder nur ganz schnell aufräumen müssen, aber ihr seht, er ist doch noch etwas nass worden. Was nützt einem Menschen graben? Schwein muss er haben. Genau, und somit haben wir Schwein gehabt, oder? Dass wir jetzt noch im Trockenen, ja, fast im Trockenen ankommen sind. Also ihr Lieben, ich muss euch schon sagen, heute haben wir wirklich ein ganz, ganz, ganz bescheidenes Wetter. Jetzt haben wir einfach mal eine Regenpause ausgenutzt und sind jetzt hier noch ein paar Schritte gelaufen. Wir stehen jetzt also unterhalb vom dem Stellplatz. Und ja, und der Helle wollte euch eigentlich noch ein bisschen was zu dem Kanal sagen. Ja, nicht allzu viel. Nein. Nur das ist der frühere Kaiser-Wilhelm-Kanal. Und zwar versucht man wohl schon seit dem 16. Jahrhundert, das durchzustechen zwischen Nordsee und Ostsee.
haben die Dänen schon probiert. Und als das Ganze preußisch geworden ist, also die Preußen haben die Dänen da besiegt und haben das Ganze übernommen. Und dann wollten sie hier durchstechen, aber nicht für Handelsschiffe, wie sie heute fahren, sondern natürlich für Militärschiffe. Aber die dürfen auch noch durchfahren. Die dürfen auch noch durchfahren. Wir haben sogar schon eins gesehen, was durchgefahren ist, aber natürlich nicht gefilmt. Und der Kaiser Wilhelm, also der Bismarck hat es durchgesetzt, dass hier dieser Kanal gebaut wird. Und zwar etwas unterhalb von Dänemark, eben damit die Kriegsschiffe da unversehrt durchfahren könnten und dass die Dänen die nicht angreifen können. Der Bismarck hat es durchgesetzt beim Kaiser Wilhelm und der Kaiser Wilhelm hat den Vertrag unterschrieben. Mhm. Aber er ist ja dann zu Tode gekommen, hat sein Enkel hat das Regiment übernommen und der hat ihn dann eingeweiht und hat ihn zum Gedenken an seinen Opa Kaiser Wilhelm Kanal genannt. Ja. Und weil der Kaiser Wilhelm, weil wir heute ja nicht mehr so kaisertreu sind, ja, deswegen ist es jetzt der Nordostseekanal. Ja, so war er sogar ursprünglich benannt worden. Ja. Nur eben sein Enkel hat ihn eigenmächtig umgenannt. Ja. Und ich wollte ja noch was sagen, weil ich immer von den Kaisern rede. Also ich hänge keinesweise den Kaiserreich nach. Nur meine Lieblingskaiser, das sind halt Barbarossa, Napoleon und die Wilhelms, ja. Ja. Weil sie einfach vieles bewegt haben in ihrem Leben, was auch für uns noch heute Auswirkungen hat, gerade besonders der Kaiser Wilhelm II., der ja eigentlich für unsere Geschichte, für unsere jüngste Geschichte am schlimmsten verantwortlich ist. Aber das so am Rande nebenbei. Ja, ja. Jetzt kommt noch ein schönes Schiff. Jawohl. Und wir wollen noch eins dazu sagen, dass wir hier nach Nordrhein-Westfalen, nach Schleswig-Holstein gekommen sind, nicht nur wegen dem NOK, weil wenn wir eigentlich ein paar Austage hätten nehmen wollen, wären wir wohin gefahren, wo es wieder schöner ist. Wir haben ein Projekt vor in der nächsten Woche, was eigentlich das größte Projekt ist, seit wir diesen YouTube-Kanal betreiben. Mhm. Aber Näheres wollen wir jetzt da noch nicht sagen. Nein. In unserem nächsten Video klären wir euch auf. Oder auch nicht. Naja, wir klären euch auf jeden Fall auf, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn alles gut geht, dann erfahrt ihr dann demnächst die Details zu allem. So, da haben wir jetzt zum Abschluss noch ein schönes Schiffle. Ja, machen wir die Kamera, die Adelina, oder ich mache die drauf? Ja, ist ja drauf. Und wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, der kleine trübe Ausflug, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen da lassen. Oh ja, so trüb war der Ausflug. Gestern hatten wir ja auch Sonne und alles klar. Heute haben wir weniger unternommen, aber macht trotzdem Spaß. Zum Stellplatz? Wollt ihr mal zum Stellplatz noch was sagen? Ja. Also wir stehen jetzt hier am Kreishafen. Das ist beim... Warte mal, du kannst ja ein wenig drehen, dann kann man... Ja. Das Schiff hier beim Weiterfahren beobachte, genau. Ja. Beim NOK-Café stehen wir. Und dann gibt es noch einen Stellplatz an der Hochbrücke, habt ihr ja im Film gesehen. Sind beide recht nett zum Schiffe gucken. Ja, und man kommt von beiden Stellplätzen aus recht flott nach Rendsburg rein. Ja, also in die Innenstadt halt. Ja. Rendsburg ist ein kleines Garnisonsstädtchen oder ehemaliges Garnisonsstädtchen, so mit 30.000 Einwohnern. Eigentlich ein ganz nettes Städtchen, weil da auch die Eider in den Nordseekanal mündet. Ja. Und ja, wir haben euch ja ein paar Bilder gezeigt. Einiges könnte ein bisschen aufgebessert werden in Rendsburg, aber so schaut es recht nett aus. Die blaue Linie, das ist eine ganz tolle Idee, dass die eine blaue Linie durch die Stadt gezogen haben, wo man alles nachfahren kann. Eine sehr radfahrerfreundliche Stadt. Ja. Das heißt, man kann alles im Prinzip mit dem Fahrrad machen, bis auf eine kleine Straße, die ist, also da muss man dann schieben. Und also. Ja, aber zum Stellplatz wollte man doch noch was sagen. Ja, ganz kurz noch. Und mit Fischbrötchen achtet drauf, wo er es kauft. Das ist jetzt ein Trauma von ihm, so wie es aussieht. Ja, die haben wir scheußlich geschmeckt. Also. Ja, das haben wir jetzt schon genug gesagt. So, und jetzt sagst du zum Platz. So viel können wir jetzt nicht sagen, außer man steht hier sehr gut. Das sind drei terrasseförmige Stellplatz. Terrasseförmig? Drei Terrassen sind es. Ja, manchmal kommen einem Worte aus dem Mund, wo man dann selber stolpert. Also auf jeden Fall sind es drei Terrasse und
Wir hatten das Glück, wir konnten wir sind ja erst in der mittleren Terrasse, auf der mittleren Terrasse gestanden und konnten dann auf die unterste wechseln. So haben wir jetzt natürlich super Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe. Ja, also der Platz liegt eigentlich gut, hat Fähr- und Entsorgung, die man gut erreichen kann, Strom ist am Platz. Und ich habe auch gelesen, dass es eine Dusche oder sowas gibt. Aber brauchen wir nicht. Wir brauchen sie. Ich habe jetzt auch nicht geschaut, wo sie ist. Also scheint eine da zu sein. Hundefreundlich ist es auch, weil aus jedem Wohnmobil kommt, springt irgendwo so ein kleines Kerlchen hervor. Also, und ich habe auch gesehen, es gibt sogar Hundetüten an der Rezeption oder Infotafel halt, ja. Also da gibt es beim Aufseher. Ich sag ja, manchmal rutscht einem Worte aus dem Mund, die dann im Nachhinein etwas seltsam klingen. Also macht's gut in dem Sinn, oder? Wolltest ja, du was sagen? Nö, eigentlich nicht. Also in dem Fall können wir uns jetzt hier mal verabschieden. Gut. Ja, und wir gehen jetzt nämlich wieder rein. Es ist hier sehr ungemütlich, aber im Moment regnet es nicht. Aber wir gehen jetzt wieder in unseren Kuschel, der ist schön warm. Und da machen wir jetzt einen Kaffee, oder? Ja. Ja. Und drückt uns die Daumen, dass nächste Woche alles klappt, dann kommen wir bald mit überraschenden Nachrichten. Ja, jetzt macht es sich so spannend. Ja, hast du jetzt noch was vorzusagen oder sind wir fertig? Ich denke, wir sind fertig. Also, dann in dem Sinn, macht's gut. Es ist kalt. Bis Tschüss. Bald.